Ich glaube, immer die, die Europa schlecht reden, die tun das sehr lautstark. Und wir, die wir Europa gut finden und glauben, dass das genau der richtige Weg ist, wir müssen das auch lauter machen. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie es war als kleiner Junge noch, wenn man rüber wollte, das war schon noch anders. Für uns ist das heute selbstverständlich, für meine Kinder allemal. Und im Prinzip geht es aus meiner Sicht bei dieser, auch bei dieser Europawahl und bei der Frage, was ist Europa für uns, die Frage, die Spannungsfeld zwischen Heimat auf der einen Seite und Globalisierung auf der anderen Seite. Und dazwischen, aus meiner Sicht, steht Europa als Bindeglied. Das ist, glaube ich, ein Knackpunkt, weil als Agrarpolitiker sage ich ganz klar, alle Lösungen in dem Bereich laufen nur über Europa. Das ist so. Europa ist da der Schlüssel. Und wenn wir Sachen wie, das sind ja so wirklich ganz handfeste Beispiele, worüber wir gerade reden, betäubungslose Ferkelkastration. Da geht es um Konkurrenzsituationen zwischen Deutschland, Niederlande, Dänemark. Und man kommt da nur voran, wenn sich alle drei, also über die EU, einig sind, wie das zu machen ist. Weil ansonsten, wenn einer sagt, nee, wir machen das aber nicht, weil das ist ja billiger, wenn wir es nicht machen mit Betäubung, dann sagen die anderen, ja, dann können wir es auch nicht. Und das ist so ein kleines Beispiel, was man überall findet, an jeder Stelle. Es scheitert daran, dass die Nationalstaaten es unzureichend umsetzen. Und die Antwort kann dann ja nicht sein, weniger Europa, sondern im Zweifelsfall eher mehr Europa. Dann muss Europa auch in der Lage sein, seine Bestimmung tatsächlich durchzusetzen.